Aufzeichnung. So. Und ja, meine PC-Uhr ist anders als meine andere Uhr. Also ich habe jetzt 10.59 Uhr. Erna, wie ja, ist bei dir? Sagt meine PC-Uhr auch. Jetzt haben wir 11 Uhr bei mir. Gut, dann starte doch mal mit der Begrüßung. Ja, willkommen in die Runde zu unserem ersten GABA Web Talk 2021. Genau. Wo uns dankenswerterweise Zamiat Klein nun schon zum dritten Mal mit ihren Themen rund um die Live-Online-Trainings zur Verfügung steht. Und es ist absolut fantastisch. Also wir haben 140 Anmeldungen zu diesem Event, wo natürlich noch 100 möglich sind maximal. Deswegen sind wir heute First Come, First Serve. Und ja, ich freue mich jetzt auf einen ganz spannenden, aktivierenden Webinar von Zamiat. Dankeschön, liebe Erna. Ich mache auch gleich mal Bildschirmübertragung, weil da ist ja dann auch die offizielle Begrüßungsfolie. Und schieb euch jetzt alle mal darüber. Das ist bei Zoom einerseits praktisch, andererseits knifflig, dass hier immer die Fenster alle einzeln aufgehen. Und dann muss ich immer ein bisschen schieben. So, und habe euch jetzt zumindest ein paar auf dem zweiten Monitor. Ja, hier nochmal das offizielle Einstiegsbild. Und das einfach ein Foto von einem früheren Workshop, als ich noch Präsenzseminare machte. Also schon vor Corona hatte ich ja mich entschieden, eben nach diesem Unfall, ich mache jetzt nur noch Online-Seminare und möchte das auch gleich nutzen, um noch, es ist ja noch früh genug, allen ein frohes neues Jahr zu wünschen. Und das gleich mit als Beispiel, also so als Hobby male ich zwischendurch. Und das war so ein Live-Malen zu Silvester. Und das ist natürlich ein viel gesünderes Feuerwerk als all die anderen, das zu malen. Das fand ich einfach eine nette Idee. Ja, und man kann ja alles auch mal auf eine Folie packen. Einfach das so als kleine Anregung. Irgendwann ne, hatte ich angefangen, denke ich, ja Gott, ich male gerade so viel hier in meinem kleinen Atelier, pappe ich das so ab und zu auch mal auf eine Folie. Das ist zumindest ein bisschen Abwechslung. Ja, Technik gibt es gleich nur ein bisschen. Wir brauchen heute nicht so viel. Der Punkt ist, ich stelle ja immer ganz viele Methoden vor und möglichst so, dass ihr die aktiv mitmachen könnt. Ne? Dass ich die nicht nur erzähle, dann könnt ihr auch meine Bücher lesen oder meinen Blog rumlesen, sondern dass ihr mitmachen könnt. Aber das ist natürlich ein Unterschied, ob ich jetzt ein normales Online-Seminar habe, da nehme ich nie mehr als 10 Teilnehmer, ob es 100 sind. Oder 50 und von daher werden wir so eine Mischung machen. Ein paar Methoden werde ich einfach nur vorstellen, die sind aber erstens gut verständlich und zum anderen, da klicke ich gleich mal hier weiter, ihr bekommt ein ganz, ganz ausführliches Handout, also wer will, schreibt bitte eine E-Mail an diese E-Mail-Adresse, das ist meine neue virtuelle Assistentin. Und die schickt euch dann nächste Woche das Handout, da die gerade jetzt die nächsten zwei Tage oder nächste, ich glaube Montag, Dienstag unterwegs ist und nach Mexiko umzieht, wird das ein bisschen dauern. Also dann kommt es erst Mittwoch oder Donnerstag, aber ich denke, das ist ja auch in Ordnung. Und in dem Handout sind nicht nur die Folien, sondern auch alle Methodenbeschreibungen von den Methoden, die ich vorstelle oder die wir machen. Die sind dann nochmal ausführlich drunter. Deshalb ist es nicht dramatisch, wenn wir nicht alle selber machen. Und auch alle Ergebnisse, alle Erläuterungen, alles, was ich hier erzähle, ist unter den Folien. Und wie gesagt, es wird auch aufgezeichnet, da kann man dann auch immer noch mal nachgucken, wenn man sagt, wie ging das nochmal und habe ich vergessen. Ja, und bitte eben an die Tina schreiben und die schickt das dann Ende der nächsten Woche zu. Was wollte ich noch vorweg sagen? Ja, ja, zu den Methoden, genau. Wir machen einige selber, aber natürlich ist das mit so vielen nicht auf die gleiche Art immer möglich wie in kleinen Gruppen. Und ich möchte auch immer zwischen den Methoden so ein bisschen reflektieren mit euch, so auf die Metaebene gehen. Ihr seid ja mehr oder weniger wahrscheinlich alle Trainer oder jedenfalls alles Menschen, die irgendwann Online-Seminare geben oder geben wollen. Und dass wir immer so eine kleine Reflexion machen, wo ich dann auch immer sage, so macht man es mit großen Gruppen, so kann ich die gleiche Methode mit kleinen Gruppen machen. Und ich werde heute einfach mit euch so eine Mischung machen.
bei manchen Methoden, wo ich normalerweise so eine kleine Runde mache, das machen wir natürlich nicht, dann wäre nach einer Methode das Webinar zu Ende, werde ich dann einfach immer zwei Freiwillige bitten, die das einfach beispielhaft mit mir machen. Also bitte meldet euch. Und dann erleben die anderen ja genauso, wie es geht. Und das reicht, um die Methode eben kennenzulernen. So, das, ne, und deswegen ist das hier jetzt keine Reihenfolge. Ich werde jetzt mal eben mein Spotlight, so, sondern einfach die verschiedenen Aspekte, die wir heute betrachten. Das hatte ich schon zum Anfang gesagt, am besten bitte alle die Mikros stumm schalten. Und wenn jemand was sagen möchte, schaltet ihr es einfach frei. Und das findet ihr hier links unten, ne, ist ja dieses Mikrosymbol, aber das scheinen auch alle zu kennen. Dann, falls jemand jetzt ganz neu bei Zoom ist, das weiß ich ja nicht, jetzt, wo ich die Bildschirmübertragung mache, geht das nicht. Aber wenn ich gleich wieder zurückschalte auf die Kacheln, wo wir uns alle sehen, da gibt es da rechts oben die Möglichkeit, das muss eben jeder selber einstellen, ob ihr die Galerieansicht seht. Und das empfehle ich für heute. Das heißt, ihr seht hier alle Kacheln oder die Sprecheransicht, dann wird derjenige groß geschaltet, der gerade spricht. Und das bin im Zweifelsfalle dann ich. Gut, dann ganz kurz Vorstellung von mir für diejenigen, die mich noch nicht kennen. Ich bin tatsächlich schon seit 1980 als Trainerin unterwegs, seit 1991 freiberuflich als Trainerin, Coach, Autorin und mit zwei Schwerpunkten, Train the Trainer und Kreativitätstechniken, und habe eben zu diesen Themen über 20 Bücher geschrieben. Habe dann schon 2006 mit Online-Seminaren angefangen und dann auch relativ schnell meine Oase Online-Akademie gegründet, wo ich bisher hauptsächlich Online-Trainerausbildungen gemacht habe, große und kleine. Und was ich jedes Jahr auch mache seit ein paar Jahren und nächste Woche wieder, sollte noch jemand Lust haben, deswegen sage ich das, zwei Plätze sind noch frei, ein dreitägiges Seminar, kreativer Jahreswechsel an. Tag Jahresrückschau und nächsten Tag Jahresplanung und dann noch ganz viele ergänzende Methoden. Also sehr strukturiert, aber auch sehr kreativ. Fülle von Methoden, wo sich jeder aussucht, was er gerade zur Planung braucht. Das liebe ich sehr, das Seminar, da freue ich mich schon sehr. So, und dann hatte ich eben immer noch auch Seminare in der Türkei, wo ich Kreativitätstechniken mit Wandern verbunden habe. Das war quasi... ich hatte in Deutschland so einen Kreativ-Walk entwickelt. Der ging nur einen Tag in Kombination mit Online-Seminar. Und hier war das 6 Tage, wo es eben um berufliche Umorientierung, Neuorientierung oder große Projekte oder was auch immer ging. Ja, was im Moment nicht geht. So, für die nächste Methode braucht ihr Text- und Schreibwerkzeug oder nicht schreiben, aber eben dieses Text- und Zeichenwerkzeug. Wer das nicht kennt, wenn ihr mit der Maus über den Bildschirm fahrt, erscheint oben so ein grünes, da steht dann, Sie sehen den Bildschirm von Samyad Klein, und dann klickt ihr bitte auf Optionen anzeigen, dann geht das hier alles auf, da klickt ihr wiederum auf Kommentieren und dann kommen hier diese ganzen Möglichkeiten. Und was wir jetzt brauchen, sind hier diese Stempel, da könnt ihr euch ein Pfeil, Herzchen, Sternchen, sonst was aussuchen. Und ich möchte nämlich die erste, genau, ihr könnt ja hier einfach mal gerade fröhlich üben, das macht immer Spaß, weil alle spielen dann doch immer gerne. Und dann kann ich hier auch gleich parallel noch was vorbereiten. So, das ist das Doofe, das verschwindet immer bei Zoom. Da ist es. So, Moment, ich kämpfe gerade noch hier. So. Ich mache nämlich zwischendurch von den Ergebnissen immer Screenshots, damit das nachher auch ins Handout kommt. Das wollte ich auch noch sagen. So, jetzt stoppt ihr das bitte, weil das ist eine der Eigenheiten von Zoom. Wenn ich nämlich jetzt auf die nächste Folie gehe, hängt das alles noch da drauf. Und darum lösche ich das jetzt. Ich habe, wie gesagt, ein Foto gemacht. Bitte aufhören. So. Und jetzt geht es nämlich darum, bitte gerade mal keine Herzchen, Sternchen, irgendwas machen. Dass ich gerne wissen möchte, das hat mit dem zu tun, was ich gleich mache. Wer war schon in einem Gabal-Web-Talk bei mir, entweder
bei den kreativen Webinarmethoden oder bei Spiele und Energizer, vielleicht in irgendeinem anderen Workshop. Ich habe ja ganz oft Workshops gemacht. Und wer erlebt mich heute überhaupt erst zum ersten Mal? Das wäre mir einfach wichtig zu wissen, weil ich nicht unnötig Wiederholungen machen will, aber es sind doch ganz viele, die heute zum ersten Mal da sind. Wunderbar. Ja gut, dann kann ich ja hemmungslos alles, was ich vorbereitet habe, mit euch machen. Okay. Ich mache wie immer kurz einen Screenshot. Weil sonst geht es verloren. Ja, vielen Dank. Dann komme ich nämlich auch, aber ich muss das erstmal löschen, sonst haben wir das gleich wieder, zurück. Und jetzt kommt nämlich die Nummer mit den Post-its. Ich hoffe, ihr habt alle ein Post-it zur Hand. Das ist jetzt schon die erste Einstiegsmethode, die ich einfach genial finde. Die ist ähnlich wie früher Landschaften stellen. Bei Präsenzseminaren habe ich immer gesagt, so steht mir alle auf, habe irgendwelche Fragen gestellt und die stellten sich entsprechend der Antwort in Gruppenreihen oder sonst wie auf. Jetzt klebt ihr bitte alle euer Post-it vor eure Webcam. Das sieht schon mal sehr schön bunt aus. Und ich stelle dann Fragen. Also Post ist schöner als nur einfach die Webcam ausschalten. Ich denke, ihr seht den Unterschied. Außerdem geht es schneller für das, was ich jetzt vorhabe. Also ich stelle dann Fragen und entsprechend, auf wen das zutrifft, also wer damit Ja antworten kann. Victoria, hast du kein Post-it? Sonst nimm irgendeinen Zettel oder irgendwas, aber kleb bitte was davor. So, ich stelle jetzt Fragen und immer wenn das zutrifft oder diejenigen, auf die das zutrifft, die nehmen bitte ihr Post-it weg. Wer gibt selbst schon Online-Seminare? Ja, das sind ja schon eine Menge. Soweit ich die, ich blätter mal gerade die Seiten durch. Ich sehe ja immer nur einen Ausschnitt von euch. Und auch ganz viele freigeschaltet. Auch ganz viele. Ja, super. Dann bitte wieder zukleben. Ich klebe es immer über die Lampe statt über die Kamera. Wer führt auch seine Seminare unter anderem oder überhaupt bei Zoom durch? Das heißt ja auch, ihr kennt dann Zoom schon gut. Okay, dann wieder zukleben. Nächste Frage, wer führt auch Webinare auf anderen Plattformen durch und die dann bitte in den Chat schreiben. Ah, noch weitere Edu-Dipse. Ah, GoToWebinar Teams. Ja, da habe ich mich noch nicht rangetraut an LMS Teams. Adobe Connect, Blickful Button. Ja, klasse. Sehr schön. Ich gehe aber nochmal auch die anderen durch. Gut, weil ihr seid jetzt auf drei Seiten verteilt. Nochmal zukleben. Noch zwei Fragen. Wer freut sich auf das neue Jahr? Nämlich Neujahr immer was Tolles. Das hat für mich wirklich immer so, ha, ne, jetzt kannst du ganz auf Null wieder anfangen. Und damit hängt auch das die letzte Frage zusammen. Nochmal zukleben. Wer macht auch immer eine Jahresplanung? Klicke ich auch gerade noch mal durch, weil ich mache das wirklich immer tagelang und finde das eben auch, also es macht mir total Spaß und ich finde es immer wichtiger und sinnvoller. Wunderbar. Ja, das war so die erste Einstiegsmethode und die finde ich, wie gesagt, einfach genial, als die neu ich kennenlernte, weil das geht schnell. Man erfährt ganz viel von seinen Teilnehmern und es ist so ein bisschen interaktiv. Eine andere Variante war eben mit den vier Ecken, aber beides erinnert mich eben an diese Präsenzmethode, soziometrische Übung oder Landschaften stellen,
wo man auch am Anfang, ne, ich habe eben nie diese Vorstellungsrunden, klar, am Anfang auch vor 40 Jahren, aber irgendwann nicht mehr. Ich gemerkt habe, das ist ätzend, dauert lange, alle sind unter Stress und das ist einfach ätzend und öde. Und das ist eine kurze Form, wie man doch ein paar Infos kriegt. Ihr könnt natürlich völlig andere Fragen stellen, auch persönliche, private oder eben die mit dem Thema in Verbindung sind. Und jo, dann gehe ich jetzt mal hier wieder zurück. Das war jetzt diese Methode. Und die nächste kennen schon viele, weil die inzwischen wirklich viele machen. Deswegen zeige ich die nur kurz. Und wer jetzt ganz schnell irgendwie so einen Fall oder ein Sternchen zur Hand hat, kann das nehmen. Dass man einfach erstmal auch guckt, wo kommen die Leute her. Viele sagen, schreibt es in den Chat. Eben haben ja auch einige das schon in den Chat geschrieben. Und wie ihr seht, gebürtig komme ich aus Köln. Ja, tschö, Erna. Vielen Dank. Aber man kann das eben auch mit so einer Landkarte machen und wer mag, kann da mal schnell einen Punkt oder ein Kreuz oder sonst was setzen. Viele machen das inzwischen auch über Padlet online, aber so finde ich es einfach auch nett und man sieht es mit einem Schlag. Wenn man natürlich Seminare macht, die auch andere Länder mit einbeziehen, und das ist ja das Tolle bei online, da muss man dann eine Europa- oder Weltkarte nehmen, dann ist es nicht mehr ganz so präzise. Aber so sieht man so schön, wie alle verteilt sind. Und hier ploppen dann ja auch immer kurz die Namen auf. Sehr nett. Dann mache ich nochmal eben auch einen Screenshot. Wie gesagt, die Übung ist nicht mehr so ganz neu. Ich habe ja da auch Bücher zugeschrieben. Und das ist ja auch der Sinn, dass Leute Übungen auch übernehmen. Aber ich finde sie trotzdem, ist auch nicht schlimm, wenn man irgendeine Methode schon kennt. Also Yoga mache ich seit 40 Jahren auch immer die gleichen Übungen. Das tut trotzdem gut. Aber weil viele sagen, kenne ich schon. Aber nichtsdestotrotz, wenn ich als Trainerin auch wichtige Informationen kriege, mache ich trotzdem schon mal Methoden, die auch alle kennen. So. Und wie gesagt, wenn jemand was sagen möchte, gerne in den Chat schreiben. Den habe ich hier rechts offen, sehe ich aber vielleicht nicht immer. Oder eben das Mikro kurz freischalten und was sagen. Das ist durchaus erlaubt. Und dann sage ich, ob es gerade passt oder ob ich 3 Minuten später sowieso drüber rede. Aber erstmal würde ich bitten, weil ich höre da gerade lautes Klappern, dass alle ihre Mikros stumm schalten. Das ist, glaube ich, für alle angenehmer. Okay, noch mal ein paar Sternchen löschen. So, ihr müsst dann noch mal auf eure, ich zeige es noch mal hier, ganz links auf die Maus zurück, sonst habt ihr immer das Herzchen weiter, ne? Und dann sind dauernd hier Symbole, obwohl ihr die gar nicht haben wollt. Von daher hier einfach auf die Maus klicken, dann geht das Herzchen oder Sternchen wieder aus der Maus raus. So, aus der Maus raus. Dann, was auch viele machen, sind halt Umfragen. Mache ich jetzt nicht. Ich will es nur kurz erwähnen. Das ist natürlich auch eine Methode, die ich genauso gut mit großen Gruppen machen kann. Genau, das wollte ich ja immer sagen. Leslandschaften stellen kann ich eben auch mit großen Gruppen machen. Bei EduDip kommt dann nachher so ein schöner bunter Kreis. Bei Zoom oder bei anderen halt die Fragen mit so einem grünen Balken. Da sieht man dann, wie viel Prozent haben was angeklickt. Da kann ich auch schnell Infos einholen. Aber es ist halt schön, auch mal zur Abwechslung zwischendurch andere Methoden zu machen. Das ist sowieso eigentlich die Hauptanregung. Also es ist ja nie die Methode, die tolle und alle anderen sind doof, sondern wichtig ist einfach, es immer abzuwechseln, damit nicht so eine Ermüdung kommt, damit die Menschen sich besser konzentrieren können. Ist einfach Abwechslung von Art der Methoden her, also auch von der Beteiligung der Teilnehmer her. Klicken die jetzt, zeichnen die, schreiben die, was macht, ne? Sprechen sie, das sind ja alles unterschiedliche Teilnehmeraktivitäten. Und aber auch, wie sieht das hier optisch aus? Deswegen hatte ich ja extra zum Anfang mal ein Bild. Mal ist so eine Folie, mal ist ein Foto, mal auch was mit der Hand geschrieben. Also, dass das einfach abwechslungsreich ist. So, eine wirklich meiner Lieblingsmethoden, die ich auch Präsenz immer gemacht habe und auch online mache, die ist sowohl auch mit kleinen und großen Gruppen möglich. Ich frage jetzt schon mal zwei, die
da mitmachen. Wir müssen wirklich nur zwei Sätze sagen. Schreibt bitte in den Chat und die ersten zwei, die da stehen, die sind dann dran. Und alle anderen machen das parallel trotzdem mit, wenn auch nicht mündlich, sondern im Chat. Aber ich brauche jetzt erstmal zwei Freiwillige, die mitmachen, ehe ich die Methode erkläre. Angela Rode macht mit und Nicole. Okay, also Angela, du kannst schon mal dein Mikro freischalten, bitte. Ja, ah. Man hört mich, ne? Ja, ja. Angela, wenn oh, ich das genau, sage. Angela, danke. Und jetzt sehe ich dich auch. So, die Aufgabe und alle anderen machen das bitte trotzdem parallel mit. Such dir hier spontan einen Gegenstand aus. Ich muss noch nicht sagen, ich zeige es erstmal, weil ich habe noch eine Folie. Da sind noch ein paar andere. Falls dich bei der ersten nichts anspringt, zum Teil doppeln die sich aber. Also jeder sucht sich spontan jetzt bitte einen Gegenstand aus. So, und ich schreibe in der Zeit in den Chat schon mal Flohmarkt, damit ich nachher weiß, worauf sich was von euch bezieht. Das ist für das Handout hilfreich. So, hast du einen ausgewählt? Von dem Foto oder von dem anderen? Von dem hier. Ja, sagst du mal welchen? Ja, das Gehirnmodell. Das Gehirn, okay. So, und das geht dann so weiter. Ne? Jeder stellt sich vor, also der Erste, das hast du jetzt schon gesagt, welchen hast du ausgewählt? Und dann kannst du noch sagen, warum oder was hat er mit dir zu tun? Und als Zweites, das ist dann eben, die anderen brauchen noch nicht schreiben, erst wenn ich das hier erklärt habe. Und als Zweites dann eine kreative Verbindung herstellen zu dem jeweiligen Seminarthema. In diesem Fall nehmen wir einfach kreative Webinarmethoden. Und das ist halt so eine kleine Kreativtechnik quasi auch schon, dass man zwei Dinge zusammenbringt, die nicht unbedingt was miteinander zu tun haben. Bei Gehirn ist es vielleicht nicht ganz so schwer, aber bei so einer Säge oder so, ne? Weil unter dem Aspekt habt ihr es ja nicht ausgewählt. Deswegen habe ich das ja extra auch vorher nicht gesagt. Man kann die Methode auch so machen, dass ich vorher sage, sucht euch einen Gegenstand aus, der mit dem Thema zu tun hat. Aber hier habe ich es extra nicht gesagt. Also, du hast das Gehirn gewählt und ja, sag einmal kurz warum und dann irgendeine an den Haaren herbeigezogene Verbindung zum Thema. Also es geht darum, kreativ rumzuspinnen, ne? Dir zu erlauben, irgendeine unsinnige Verbindung herzustellen. Ja. Okay, gerne. Ich habe das Gehirnmodell ausgewählt, weil ich gestern eins bei mir im Büro hatte und überlegt habe, behalte ich das oder behalte ich das nicht. Ich finde Gehirn spannend, zu gucken und nicht nur ein Bild zu sehen. Und ich habe mich entschieden, es zurückzuschicken, weil ich es unangenehm finde, ein Gehirn in der Schublade zu haben. Und Verbindung zu unserem Seminarthema? Ja, die ist tatsächlich da nicht so schwer. Spannend ist, in Webinaren möglichst verschiedene Lerntypen anzusprechen, verschiedene Techniken auszuprobieren, wie du es eben schon gesagt hast. Ja. Und zu wissen, wie im Gehirn Verschaltungen und neuronale Verbindungen funktionieren, ist tatsächlich eine hochspannende Angelegenheit. Und das ist ja auch total in dem Moment, Wissenschaften zu einzubinden. Ja, danke dir. Gerne. Dann Nicole. Ja, ich habe das Schaf ausgesucht in der Mitte. Und zwar, weil ich einfach auf niedliche Dinge stehe. Und die Verbindung zum Webinar oder Seminar kann sein, dass ich mich daran erinnern muss, dass, wenn ich auf niedliche Dinge stehe, das nicht unbedingt für meine Seminarteilnehmer auch gelten muss. Also ich muss darauf achten, dass ich alle bediene und nicht nur meinen ähnlichen Typ von mir. Ja, klasse. Ja, danke schön. So, und dann bitte ich eben jetzt die anderen auch, dass im Chat, ihr habt zum Teil unterwegs, ich lese da schon wieder rein, zum Teil schon reingeschrieben, also einfach den Gegenstand und dann vielleicht einen halben Satz dahinter, warum, und einen halben Satz und Stichwort, was das mit dem Thema kreative Webinarmethoden zu tun hat. Ich lasse euch mal ein Momentchen Zeit. Und einige machen immer noch Häkchen auf die Folie. Wie gesagt, ihr müsst wieder auf die Maus klicken, sonst habt ihr immer noch die Häkchen in eurer Maus, bevor ihr dann schreiben könnt. Säge, alte Methoden aufbrechen. Nur so schnell kann ich gar nicht lesen. Teilnehmer aktivieren, Tafel, Kassette. Ja. Gerne lerne, sehr schön. Okay, ich was zum Trinken, für Inspiration. Sehr schön. Genau gucken im Workshop. Ja, sehr schön. Tiefer
Tafel der größte Gegensatz. Ja, ich habe die tatsächlich noch aus meiner Kindheit. Also ich muss euch sagen, meine Mutter hat ja alles aufgehoben. Und jetzt finde ich beglückt alle möglichen uralten Dinge, da mein neuestes Hobby Junk Journals ist, wo man immer alte Sachen verwursten kann, freue ich mich über alte Glanzbilder, Zeichnungen aus meinem Kindergartenzeit, Taschenrechner, Liebe zu kalkulieren, sehr schön. Okay, also da sind immer noch Kreuzchen auf der Folie. Nochmal, nehmt die bitte aus eurer Maus raus, indem ihr nochmal auf diesen Zeiger klickt. Wunderbar. Ich denke, das reicht, um diese Methode zu verstehen. Und wie gesagt, in kleinen Gruppen mache ich das durchaus als Einstieg. Und das vielleicht vorweg. Also ich stelle heute natürlich, weil das Thema ist, eine Methode nach der nächsten vor. Aber wenn ich eben nur ein Webinar jetzt mache, dann mache ich ja nur eine Einstiegsmethode oder auch zwei, wenn es eine größere Sache ist. Also bei der Online-Trainerausbildung, das geht ja über 3 Monate, oder die kleine, da sehen wir uns 6-mal in einem Webinar. Da mache ich dann bei jedem Webinar immer am Anfang eine Methode zum Einstieg, um nochmal so zusammenzukommen. Und ich habe immer noch von einer früheren eigenen Ausbildung im Kopf, da sagte der Trainer, es ist gut am Anfang, einmal die Stimme von jedem zu hören. Und deswegen mache ich immer irgendwo so eine Methode, wo wir so eine kleine Runde machen, wo aber jeder eben ganz gezielt einen Satz sagt zu so einem Gegenstand. Oder vielleicht stelle ich ja noch weitere Methoden vor, die ich dann auch zum Einstieg nehme. Und hier und bei großen Gruppen kann man das eben immer kombinieren, dass einiges mündlich machen und der Rest dann im Chat. Und auch diese ganzen Chat-Sachen kommen alle als Ergebnis ins Handout unter die entsprechende Folie. Nur, dass ihr das wisst, dann könnt ihr alle selbst nochmal sehen, wie diese Methoden funktionieren. Okay, eine andere Einstiegsmethode, da hat jetzt wieder einen Fall gemacht, ist mit Fotos. Das ist natürlich ein Beispiel. Ihr könnt völlig andere Fotos nehmen. Also ich nehme immer eigene Fotos, dann habe ich mit den ganzen rechtlichen Problemen nichts am Hut. Auch die Fragestellung da oben, die passt ihr eben entsprechend eurem Thema an. Und oft beginne ich so eine Ausbildung am Montag, dann steht da, was hast du am Wochenende gemacht? Oder auch, wenn wir uns in fortlaufenden Seminaren treffen, wie ist es dir in der Zwischenzeit ergangen oder was war dein Hauptfokus in der Zwischenzeit, also welche Frage auch immer. Jetzt habe ich für euch, da heute ist ja Freitag, mein Gott, schon Freitag, ja, die Frage, was hast du am Wochenende vor? Und da dann die Bitte, dass ihr jetzt nochmal ein kleines Kreuzchen, Sternchen, Herzchen bitte hier in das Feld unter die Fotos macht, dass man die Fotos noch erkennen kann. Da wir so viele sind, wird es vielleicht trotzdem ein bisschen eng. Und ihr könnt dann gerne auch ergänzend im Chat dazu schreiben. Und die Fotos müsst ihr nicht wörtlich nehmen. Also ich sitze da ja gerade wieder in Schirale am Strand und mache Yoga. Und wenn ihr aber irgendwelche anderen sportlichen Aktivitäten vorhabt, könnt ihr das nehmen. Irgendwas Geselliges, das mit dem Essen. Wenn ihr rausgeht und wandert. Ja, ihr seht es ja. Ne? Und wer dann doch am PC arbeiten will, muss. Oder auch was Kreatives. Ich will auf jeden Fall weiter basteln. Ja, Radfahren. Boah. Lernen, Prüfungsvorbereitung. Das übliche Essen, Kochen, Spazieren gehen, Einkaufen, Corona. Ja, Online-Seminar vorbereiten. Sehr schön. Ne? Und dann würde ich eben auch, aber das lasse ich jetzt bei der Methode, wenn das jetzt ein kleines Seminar ist, lasse ich da jeden dann auch noch einen ergänzenden Satz dazu sagen. Ich mache jetzt hier nochmal eben einen Screenshot. Und da ja heutzutage jeder ein Smartphone hat, kann ich nur empfehlen, legt euch eine Fotodatei an. Ich fotografiere einfach, wo ich gehe und stehe. Und dann hat man immer genug in petto und meistens finde ich die noch schöner als so gekaufte. Vielen Dank. Ich mache jetzt einfach mal wieder Stopp. Das heißt, ich lösche die dann. Ich habe einen Screenshot gemacht. Ja. Und dann kommt eine Methode, da braucht ihr jetzt mal Stift und Papier. Ich hoffe, ihr habt alle sowas in der Nähe.
Das ist mir jetzt auch zufällig wieder begegnet. Das habe ich früher in Präsenzseminaren immer gemacht. Und dann dachte ich, ja Gott, das kannst du ja ganz genauso auch online machen. Ich erkläre es erstmal kurz und dann macht es erstmal jeder für sich auf dem Papier. Und dann können wir es nachher, wer mag, im Chat machen. Also, nehmt ein Blatt Papier und schreibt euren Vornamen von oben nach unten, die Anfangsbuchstaben, und ergänzt dann die Buchstaben mit Wörtern, die irgendetwas über dich aussagen, beruflich oder privat, was dir gerade einfällt. Ich habe jetzt hier als Beispiel gesagt, das ist schon was älter. Z habe ich dann Zaubern, weil ich habe früher mal so eine Trainerausbildung in Thüringen mitgemacht als Referentin. Da hatte ich immer das Modul Zaubern. A, Anfang, M, Morgenmensch. Ja, da habe ich diesen Urlaub gemerkt, das scheint sich so langsam zu verschieben. Es wurde irgendwie immer später und ich konnte zum ersten Mal seit Jahren auch lange schlafen. Yoga mache ich immer noch. Abenteuer habe ich viele in meinem Leben gehabt. T wie Twitter, da würde jetzt Türkei stehen. Das ist wirklich schon älter. Also ich, ganz an den Anfängen von Twitter war ich da einige Jahre sehr aktiv. Inzwischen bin ich ganz aktiv bei Facebook. So, aber das hat eben alles irgendwas mit mir zu tun. Mach das mal auf ein Blatt Papier. Und wer mag, kann gerne Anfangsbuchstaben das auch in den Chat schreiben. Und in einer kleinen Gruppe, klar, da lesen wir das nachher reihum vor. Beziehungsweise im Webinar kann man das dann auch im Chat oder auf einer Folie schreiben lassen. Und oder wenn man natürlich bei Zoom arbeitet, dann auch in den Gruppenräumen, da würde ich dann immer vier in einen Raum schicken, die sich das genau, ja, Ina ist ja praktisch, sehr schön, das gleich einen ganzen Satz, das ist auch noch eine schöne Methode, die mache ich schon mal am Ende eines Seminars, einen weisen Rat, und dann sage ich den, der ist in euch selber, und dann entstehen solche Sätze aus den Anfangsbuchstaben, immer Neues ausprobieren. Ja, und in den Breakout-Rooms, ne, da können die sich dann zu viert austauschen und dann lernt man schon mal einige aus der Gruppe ausführlicher kennen. Von daher finde ich das eine für viele Situationen eine sehr schöne Methode. Und wem das jetzt mit dem Tippen zu viel ist, lade ich wieder ein oder zwei ein, die sich melden und dann freischalten, das einfach vorlesen. Das geht natürlich dann schneller. Oh, toll. Bund, Risiko, Irritation, Genuss. Tata. Sehr schön. Danke. Das ist ja sehr hübsch. So ein langer Name. Und Samyad, wie gehst du damit um, wenn jemand frustriert ist, weil er nicht alle Buchstaben verwenden kann? Dann sage ich, nimm nur die, wo dir was einfällt. Ah, okay. Immer möglichst entspannt. Oder dann können wir auch gemeinsam überlegen, ne? Da könnte man das noch so ausdehnen, dann lernt man sich noch intensiver kennen. Also Y zum Beispiel ist nicht so einfach. Ich habe halt Glück, dass ich unter anderem auch Yogalehrerin bin und seit 40 Jahren Yoga mache, aber sonst bleibt da nicht viel. Fällt mir noch Yeti ein oder, ja, weiß gar nicht. Eigentlich nur Yoga oder Yin und Yang, ja. Passt auch immer. Yippie, ja, wäre auch noch eine schöne Alternative. Jo, genau. Positiv, bejahend, anpacken. Ja, schön. Okay, möchte ein oder zwei das vorlesen? Dann einfach auf und nein sagen. Oder in den Chat schreiben. Silvia, ja, dann schalte ich doch einfach frei. Silvia Schall. Ja. Und Sabine Berg. Okay. Also, da bin ich. Ja. Silvia. Was ja sehr, sehr lustig war, ich habe eben kurz meine Tochter hergeholt, die hat heute Morgen spontan diese Buchstabenreihe gemacht und hat gesagt, Mama, guck mal, ich habe Eigenschaften über dich aufgeschrieben mit deinen Namensanfangsbuchstaben. Wirklich? Das ist ja unglaublich. Das ist aber echt verrückt. Ja. Sehr, sehr lustig. Insofern war ich da sehr motiviert gerade. Ich stelle das auch gerne vor. Also, mein Name ist Silvia Schei. Ich bin spontan
Und ich arbeite auch viel mit Innovation, Kreativität. Also die beiden I's wurden für innovativ und Ideenentwicklung eingesetzt, weil ich auch Kreativitätstechniken trainiere. Mhm. Ach, schön. Ich bin sehr lebenslustig. Ich habe auch eine sehr große Familie. Das macht Spaß. Bin vielseitig. Das hilft bei den Themen, die ich anbiete. Und abenteuerlustig. Ich reise wahnsinnig gerne und hoffe, dass das in 2021 auch wieder möglich sein wird. Ne? Dankeschön. Ja, danke auch. Und Sabine Berg hatte sich noch gemeldet. Gerne. Sabine Thaler-Berg, deswegen Sängerin, authentisch, Beraterin, intensiv, neugierig, echt. Treu, herzlich, aufrichtig, lustig und auftretend, beeindruckend, echt, realistisch und schlicht großartig. Oh, das Vor- und beide Nachnamen, super, dankeschön. Ja, also, ihr könnt ja auch mal kurz Feedback geben, wie euch die Methoden so gefallen. Wie gesagt, die habe ich jetzt wirklich spontan nochmal aus uralten Zeiten ausgegraben und merke gerade, ich finde die auch online wunderbar. Da kriegt man doch eine Menge mit. Ja, macht Spaß, sehr schön. Dann kommt jetzt mal eine ganz andere Methode, die setze ich auch schon ganz, ganz oft ein. Und zwar das sogenannte Centering. Ich bin ja nur schon seit Urzeiten Suggestopädin. Falls jemand nicht weiß, was das ist, ist ein schreckliches Wort für eine wunderbare Sache, ein sehr ganzheitlicher Ansatz, ne, multisensorisches Lernen mit allen Sinnen und so weiter. Und Centering ist der sehr klassischen suggestopädischen Methoden. Viele Menschen kennen natürlich Fantasiereisen, aber Centering habe ich da kennengelernt. Da geht es speziell darum, das ist eben wirklich eine Einstiegsmethode, den Teilnehmern zu helfen, nicht nur körperlich anwesend zu sein, sondern auch mental, ne, so mit ganzer Konzentration. Und gerade Online-Seminare erlebe ich oft, selbst wenn sie morgens sind, ist vielleicht vorher schon irgendwie Stress mit der Technik. Ich liebe zwar EduDip Next, aber das mit dem Teilnehmer reinkriegen und dass alle reden können, ist schon immer sehr nervenaufreibend. Und bei Zoom geht das eigentlich zack, ne, und alle sind drin. Aber oft sind ja gerade Online-Seminare auch nachmittags oder sogar abends. Die Leute haben schon einen stressigen Tag hinter sich, kommen angehetzt. Früher bei Präsenzseminaren, also bevor ich Trainerausbildung machte, habe ich Lehrerfortbildung gemacht. Das waren dann noch ja erst sogar 14-tägige, später 5-tägige Seminare. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Und die kamen halt an dem Tag angereist. Wir haben mittags begonnen. Das heißt, die hatten auch schon alles Mögliche hinter sich. Mit Stau auf der Autobahn oder Stress mit der Deutschen Bahn. Und da ist so eine Übung einfach wundervoll. Und ich kann nur sagen, ich habe schon immer wieder auch Hemmungen gehabt, je nachdem, wen ich da als Zielgruppe hatte. Ne, irgendwie mal das größte Bauunternehmen, höchste Führungsebene, gedacht, egal, ich mache das jetzt. Und immer wieder erfahren, dass gerade Leute, wo ich dachte, na, die finden das doof, sagten, oh, war das toll. Ne? Und andere, wo ich dachte, die sind ja ganz aufgeschlossen. Ja, sowas kenne ich. Ne? So. Also von daher, ich kann nur sagen, ich mache es immer und lade euch jetzt ein, euch einfach mal ein paar Minuten zu entspannen. Ihr könnt euch gemütlich zurücklehnen, die Augen schließen. Ich werde jetzt gleich dazu im Hintergrund Säuselmusik einblenden. Und das hilft manchen, sich noch mehr zu entspannen. Sollte da das irgendwie mit Musik und Sprechton zu blöde sein, also einmal hat es nicht so gut geklappt, da war meine Stimme dann plötzlich leise, aber sonst hat es eigentlich immer geklappt, dann meldet euch bitte, dann mache ich die aus, das geht durchaus auch ohne. Aber einfach, damit ihr das mal erleben könnt, wer mag, kann auch seine Webcam ausschalten, dann fühlen sich manche, können sich da noch besser entspannen, das kann jeder machen, wie er will. Einfach, um das auch mal zu erleben. Und das ist halt eine der Methoden, die kann man eins zu eins von Präsenz in Online übernehmen, weil ich muss nichts verändern. So, jetzt muss ich erstmal die Musik suchen. Brauche ich einen Moment und den Computer. Bitte alle ihr Mikro ausstellen. Das ist jetzt extrem wichtig. Sonst wird es wirklich laut. Und ich finde gerade den Button nicht, wo ich das machen kann. So, ich schalte jetzt dann mal die Musik an und als Test, ob ihr das hören könnt, könnt ihr mal kurz ein Däumchen hoch. Könnt ihr die Musik hören? Okay.
Und meine Stimme auch. Okay. Ja, danke. Ich sehe immer Angelas Daumen. Angelas Daumen. Ja, mach es dann dir einen Augenblick ganz bequem. Du kannst die Augen schließen, wenn du magst. Oder auf der Waldfolie ausruhen lassen. Und bitte nochmal, macht alle bitte die Mikros aus. So, ich kann es auch selber machen. Und nimm wahr, wie du auf dem Stuhl sitzt. Füße, den Kontakt der Füße zum Boden, den Kontakt zwischen Körper und Stuhl, wie du vom Stuhl getragen wirst, und nimm für einen Moment deine Atmung wahr. Einfach wahrnehmen, wann die Einatmung kommt und wann die Ausatmung geschieht. Und vielleicht auch, wo im Körper du die Atembewegung spüren kannst. Und dann lass vor deinem inneren Auge den bisherigen Tag noch einmal Revue passieren. Wie du heute Morgen aufgewacht bist, aufgestanden, was du dann gemacht hast. Vielleicht erinnerst du dich auch an einige Gedanken oder Gefühle. Und mit welchen Erwartungen, Gedanken, Gefühlen du zu diesem Webinar gekommen bist. Und geh einfach so im Zeitraffer und dennoch ganz gemütlich die bisherigen Schritte des Tages durch. Diese Spotlights, die aufblinken, einzelne Ereignisse. Bis du schließlich dann im Zoom-Raum angekommen bist. Dann der erste Eindruck, die ganzen vielen Leute. Und dann kehr noch einmal zu deinem Atem zurück. Und du kannst dir einen Ort vorstellen in der Natur, einen wunderschönen Ort in der Natur, wo du dich wunderbar erholen und entspannen und Kraft auftanken kannst. Das kann ein Ort in der Natur sein, den du kennst, oder der jetzt vor deinem inneren Auge entsteht, oder den du dir bewusst vorstellst. Und schau einfach, wo du bist und was du dort siehst. Bist du am Meer, am Strand, oder in den Bergen, oder im Wald, auf einer Lichtung. Und nimm auch wahr, was du alles hören kannst. Welche Geräusche, welche Klänge. Und was du riechen kannst. Beruhigt sich in der Luft. Und nimm wahr, wie du dich fühlst. Wie ist deine Körperempfindung? Welche Gefühle hast du? Und vielleicht gibt es auch einen Geschmack, den du mit der Situation verbindest. Nimm mit allen Sinnen wahr, wie du da an diesem Ort bist, in der Natur. Und du kannst dir vorstellen, wie du mit der Einatmung Kraft und Energie aus dem Boden aufnimmst und mit der Ausatmung alles loslassen und ausfließen lassen kannst, was vielleicht noch an Anspannung da ist. Dich mit jeder Ausatmung mehr und mehr entspannen und mit jeder Einatmung Energie und Kraft aufnehmen. Entspannt und wach und entspannt.
Dann nimm einen tiefen Atemzug. Du kannst dich strecken und recken. Und all die Bewegungen machen, die du brauchst, um wieder ganz wach zu werden und hierhin zurückzukommen. Und dann könnt ihr auch die Webcam wieder freischalten, wenn ihr mögt. Ja, und normalerweise mache ich dann nach so einem Centering, wenn ich das zum Einstieg mache, das mache ich oft beim zweiten oder dritten Webinar, so eine kleine Runde, dass jeder sagt, wie es mir geht und wie das Centering war. Und euch bitte ich jetzt, das in den Chat zu schreiben. Nach der Einstellung wird gefragt, also du musst, ich habe zwei Monitore, da habe ich einfach dieses YouTube-Video mit dieser Säuselmusik angemacht, dann muss ich bei Zoom unter mehr, da sind ja so drei Pünktchen, ein Häkchen setzen, bei den Computerton freigeben und dann kann man da die Musik ohne Probleme hören. Sehr schön. Gut, das war jetzt mal eine ganz andere Übung und ja, das schreibt gerade eine und das wollte ich auch noch sagen. Also zum einen ist das eine Methode, die kann ich wirklich ohne irgendwelche Veränderungen 1:1 Präsenz in Online übertragen. Das finde ich immer sehr praktisch. Und ich habe oft erlebt, dass es Leuten leichter fällt online, als wenn die im Präsenzseminar im Kreis sitzen. Da war das schon manchen immer so ein bisschen peinlich. Dann guckten die und grinsten und haben dann alle die Augen zu. Während online, deswegen sage ich auch, ihr könnt die Webcam ausmachen, fühlen die sich oft viel heimeliger und können sich besser drauf einlassen. Da schreibt gerade jemand was mit Körperübungen. Ja, ich mache auch Yoga mit den Teilnehmern, auch singen, tanzen, hüpfen. Das habe ich ja bei diesem Energizer-Seminar zu Webtalk gemacht. Da gibt es übrigens, ich habe auch einen YouTube-Kanal, da habe ich ganz viel so Spiele, auch ein paar von den Tänzen. Ich mache jetzt neuerdings, das ist so spontan einfach mal entstanden, jeden Freitag treffe ich live eine Kollegin, meistens Wiebke Wimmer, die macht so Impro-Theater, die treffe ich bei Zoom und das strahlen wir live bei Facebook aus und nachher lade ich das aber in dem YouTube-Kanal hoch. Da bringen wir uns immer im Wechsel ein Bewegungs- oder Impro-Spiel bei und lachen uns scheckig, weil wir sprechen das vorher nicht ab, das wird nicht geplant, nicht geprobt, gar nichts. Heute stelle ich ihr wieder was vor. Ich kann schon verraten, die Leipziger Messe, da habe ich mich früher bei Präsenzseminaren wirklich mit tat nach immer der Kopf weh vor Lachen. Ja, also es geht Bewegung auch. Da wollte ich jetzt nur kurz auf diese eine Frage im Chat eingehen. Okay. Ja. Dann stelle ich noch weitere Methoden. Ich muss mal eben auf die Uhr gucken. Gott, es ist gleich schon 10 vor. Also ich mache ja immer eine Stunde statt 40 oder 45 Minuten. Weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber 45 finde ich zu kurz. Wer gehen muss, muss halt gehen. Es gibt ja die Aufzeichnung, aber ich wollte schon bis 12 Uhr machen. Also wer bleiben will, kriegt einfach noch so ein paar von den Einstiegsmethoden mit. Wie gesagt, die sind jetzt nicht gedacht, dass ihr da 10 Stück hintereinander macht, sondern ich mache halt bei diesen Ausbildungen, treffen wir uns eben zu 6 Webinaren und dann mache ich bei jeder zum Einstieg eine oder manchmal auch 2, je nachdem, was es ist. Das ist jetzt wieder eine, die ich so zum Einstieg mache, wenn wir uns eine Woche nicht gesehen haben. Das ist einfach eine schöne Momentaufnahme und auch das können wir ja im Chat machen, aber ich bitte trotzdem mal wieder zwei, wer das mündlich mitmachen will, damit ihr es einfach auf beide Varianten erlebt. Ganz spontan einfach guckt, welche Farbe passt gerade zu mir. Und wenn, dann da drauf zeigen und kurz erläutern, warum. Also nicht die Lieblingsfarbe, sondern welche Farbe gerade jetzt zur eigenen Stimme oder Verfassung passt. Ja, Inka Bark, schalte dich bitte frei. Das ist schön. So, kann mich jeder hören? Bin ich ja. Zu verstehen? Ja, alles klar, super.
Ich bin über den Browser angemeldet in Zoom. Ja. Ich habe die Tools leider zum Zeigen gefunden. Also von daher gehe ich mal auf dieses schöne Grün, auf das helle, genau, richtig. Mhm. Weil Grün, also so schön wie es ja heißt, Grün ist die Hoffnung und ist eine sehr lebendige Farbe, eine Farbe, die unheimlich viel Energie in sich hat und jetzt im Moment auch so mein Gefühl auch für dieses Jahr widerspiegelt. Also ich bin sehr optimistisch und habe auch unheimlich viel Lust auf Neues, also Neues zu entdecken und freue mich eben auch heute jetzt hier bei dem Webinar dabei sein zu können. Also das ist eine sehr, sehr lebendige und sehr positive Farbe für mich. Sehr schön, danke. Noch jemand? Es ist immer schön, wenn sich zwei melden, dass man das einfach mal so erlebt. Und die anderen bitte in den, okay, Petra. Und die anderen bitte in den Chat schreiben, Farbe und was das gerade für euch bedeutet oder ausdrückt. Hallo, hört ihr mich? Ja. Okay. Ich habe spontan ausgesucht, ich hätte mir spontan ausgesucht, die Farbe Blau, weil sie meine Lieblingsfarbe ist. Ja. In der momentanen Situation ist zeitweise die Farbe Rot aktiv. Also ich bin da im rötlichen Bereich, weil es einfach mehr Energie braucht und auch mehr Energie fordert und sehr angespannt ist. Aber normalerweise, also ich habe eigentlich zwei Farben. Okay. Blau und Rot. Danke. Danke. Ja, ich habe irgendwie, ich mache dann auch mal mit, gerade Orange, ich habe ja auch wieder diesen Pulli an. Ich habe keine Ahnung warum, aber seit Corona trage ich dauernd Orange. Ich glaube, ich habe das Gefühl, das ist so eine Power-Gegenschutzfarbe oder so. Ich habe auch einen knallorangen Mantel. Wenn ich damit durch den Schnee laufe, das sieht bestimmt klasse aus. Also da sieht man mich auf 1000 Kilometer leuchten. ich habe immer gesagt, das ist gut, weil ich war ja 10-mal auch in der Sahara. Da kann man mich zumindest immer auch vom Flugzeug aus erkennen, vom Hubschrauber aus, falls ich da verloren gehe, weil ich immer so bunt trage. Ja, ich kriege gerade die Frage nach dem Hintergrund. Ich kann das ja auch ins Handout stellen. Also ich habe es natürlich alles leider dann doch bei Amazon bestellt. Also da muss man einfach gucken bei Fotohintergrund. Da gibt es ganz viele. Ich habe aber vielleicht, genau, den konkreten Link habe ich auch. Ich habe so einen Minikurs, einen kostenlosen. Den kann man auf meiner Startseite buchen, vom Präsenztrainer zum Online-Trainer. Da kriegt man 5 E-Mails in einem bestimmten Rhythmus und in einer E-Mail habe ich die ganzen technischen Sachen, die ich hier nutze. Da habe ich dann immer Links, auch zu den Hintergründen, zu dem Stativ, zu dem Mikro. Das ist vielleicht der einfachste Weg. Ja? So. Okay. Dankeschön. Dann muss ich das mal wieder löschen. So, eine weitere, die ich auch zum Einstieg dann mache und Farben. Also ich hatte erst so einen schönen Farbkreis, den hatte ich aber von jemand übernommen und dachte ich, nee, weiß nicht, wo die das Foto her hat, wie das richtig ist und habe dann einfach hier so einen Pastellkreidekasten von mir fotografiert. Diesen Kurs findet ihr auf meiner Startseite Oase Online Akademie und da kann man unter dem Newsletter oder darunter ist noch so ein Ding, da kann man diesen Kurs bestellen. So, die nächste Übung, eine schaffen wir noch. Das ist auch nett zum Einstieg. Da frage ich dann reihum und dann sagt wirklich jeder einen Satz. Wo er gerade sitzt, also durchaus auch, ich bin in der Stadt in Hamburg oder und gucke auf Häuser oder ich sitze eben, also das war noch meine alte Wohnung in Loma und schaue, das war mein Blick aus dem Büro, den ist jetzt leider nicht mehr ganz so schön. Also ich gucke auch in den Himmel und die Nachbargärten, aber ich sehe halt auch Häuser. Der Weitblick kommt erst 2 Häuser weiter und da hatte ich einfach aus jedem Zimmer so hinten raus noch weiteren Blick, das liebe ich. So, aber dann kriegt man so ein bisschen mit, wo jeder gerade sitzt. Und wie gesagt, dieses jeder sagt einen Satz. Und ich höre mal jede Stimme. Gut, eine Methode zeige ich noch. Das ist jetzt wieder der Schnelldurchgang. Das finde ich auch sehr schön und da bitte ich euch auch, das wirklich nochmal im Chat mitzumachen und vielleicht doch auch nochmal zu... Jetzt ist das so groß geworden. Nochmal in den
dass sich nochmal zwei melden, die das mündlich mitmachen. Und zwar die Frage, also man könnte da unterschiedliche Fragen stellen. Also irgendwelche Fotos von berühmten Persönlichkeiten. Ich habe ja immerhin welche genommen, wo ich zwei auch live getroffen habe. Mehrmals die ersten beiden, den Dalai Lama mal in Indien und also jetzt, ne, ich war da auf einer Veranstaltung, aber immerhin saß ich in der ersten Reihe und dann ein paar Mal auch in Bonn, in Köln und sonst wo und der Wolfgang Niedecken sowieso in Köln in den Kneipen, aber der war auch immer in Cerade, in diesem türkischen Dorf, wo ich immer war, da habe ich ihn regelmäßig getroffen und da habe ich mich natürlich nicht gehemmt und habe ihn natürlich angequatscht, ja, ich bin auch aus Köln und so. Ne? Jo, also und da kann man dann die Frage stellen, ich möchte erstmal zwei Freiwillige, die mitmachen. Ich verrate, wie es weitergeht. Seid ihr schon ermüdet oder fehlt euch der Mut? Es ist nichts Schlimmes. Sabine, wunderbar. Dann schalte dich doch bitte schon mal frei. Ja, und man könnte verschiedene Fragen stellen. Also ich nehme jetzt die Frage, mit wem würdest du gerne mal Mittagessen gehen? Ach, mit Astrid Lindgren. Ach, wie schön, ja. Und da würde ich gerne mit ihr ein bisschen über Pippi Langstrumpf rumphilosophieren und mich gleich auch so fühlen wie Pippi Langstrumpf. Ah, super, danke. Regine. Ja, ich würde gerne Tina Turner treffen, weil die irgendwie so eine Frau ist, die ich schon als Jugendliche mitbekommen habe. Und ich habe sehr viel Anteil an ihrer Lebensgeschichte genommen, so mit Mike Turner und ja, alles Mögliche, was sie so gemacht hat. Gab es ja auch einen tollen Film über sie, ne? Ja, ja, genau. So eine Powerfrau. Okay, dann Ilona noch. Achso, nee, du hast schon reingeschrieben. Ja, sorry. Hatte ich jetzt gerade missverstanden. Ja, also ich würde schon total gerne auch mit dem Dalai Lama mal essen gehen, weil ich finde ihn einfach so, ne, der lacht immer so aus dem Bauch raus und ich habe so das Gefühl, mit dem könnte man stinknormal über irgendwas reden. Das fände ich schon. Also ich fand schon so die Begegnung, zumindest die erste hat mich zutiefst beeindruckt, obwohl ich kein Wort verstanden habe. Das war aber völlig egal. Einfach die Ausstrahlung fand ich so unglaublich und hatte das Gefühl, boah, ne, das war ganz wichtig für mich. Das ist irgendwie jetzt so ein innerer Lehrer, obwohl ich in ganz andere Richtungen meditierte, damals noch, jetzt mache ich es leider gar nicht mehr. Ja, okay. Dann würde ich sagen, wir beenden das Ganze mit einer kleinen, jetzt muss ich mal eben nach hinten scrollen, kleiner Abschlussmethode. Also erstmal kurz, das eine habe ich vergessen. Ich wollte euch eigentlich in Gruppenräume schicken. Dann verrate ich das zumindest mal eben, was ich da machen wollte. Nee, das ist es nicht. Ach, auch nicht. Es ist weggekommen. Irgendwie übersprungen. Hier wäre es gewesen, ne, dass ihr zu viert in einen Gruppenraum geht und dann so drei Hashtags nur nennt. Ne? Und da hätte ich eben gesagt, Online-Trainer-Ausbildung, Sahara, Junk Journal. Und dann können die anderen kurz entscheiden, worüber wollen wir mehr wissen. Ne, vielleicht Junk Journal, weil ich nicht weiß, was das ist. Oder was habe ich mit der Sahara am Hut? Da war ich halt 10-mal mit Beduinen und Kamelen. Das war immer so ein Kindheitstraum und habe das dann auch umgesetzt. Also das ist natürlich, wenn man bei Zoom oder anderen Plattformen ist, sehr toll, auch zum Einstieg, wenn es eine längere Ausbildung ist, lohnt sich das auf jeden Fall, die dann auch in Gruppenräumen sich über bestimmte Dinge auszutauschen. So, dann komme ich doch jetzt zum Schluss. Bitte entweder, wer weiß, wie es geht, hier auf die Folie schreiben oder in den Chat. Was habt ihr geangelt? Was lasst ihr im Teich zurück? Und wer jetzt noch was sagen oder fragen will, der schaltet sich einfach frei. Und ich wäre dann, mein Gott, ging das schnell, soweit fertig. Also ich würde einfach gerne sagen, dass ich mich riesig gefreut habe, mal persönlich live zum selben Zeitpunkt mit Ihnen bei Zoom zu sein. Ich habe schon so viel von Ihnen gelesen und gehört. Danke. Dass es einfach toll war. Vielen Dank. Es war sehr authentisch und sehr lebendig. Dankeschön, das freut mich.
Liebe Samyat, ich kenne dich ja auch sehr gut und habe ja eine ganze Woche mit dir schon mal verbringen dürfen, vor langer, langer Zeit. Und ich kenne natürlich auch die ein oder andere Methode, war mir dann schon bekannt. Aber ich nehme auch jetzt wieder was mit, vor allen Dingen, was man tatsächlich auch online machen kann. Vielen herzlichen Dank. War sehr spannend. Danke. So, ich gehe doch mal auf die andere Ansicht zurück. Dann schreibt ihr einfach bitte weiter im Chat, weil das ist doch schöner, wenn wir uns alle noch mal sehen. Sekunde, ich muss nur eben noch einen Screenshot machen. Jups. So, und stopp dann mal die Bildschirmübertragung, dass wir uns noch mal sehen. Ja, wenn noch jemand was sagen möchte, ansonsten, wie gesagt, gerne in den Chat schreiben oder fragen. Wie gesagt, das mit dem Hintergrund, das gibt's. Ich gebe mal eben meine Webseite ein. Auf der Startseite könnt ihr das bestellen. Kostet nichts. Oh, also. Und da habe ich einen Blog, da sind auch ganz viele Methoden. Wie gesagt, der YouTube-Kanal. Ich verschicke wöchentlich einen Newsletter. Da gibt es auch immer Online-Methoden. Also da könnt ihr Anregungen noch und nöcher bekommen. Und wie gesagt, noch 2 Plätze sind frei beim kreativen Jahreswechsel, der am Montag startet. Anmeldung bis heute 17 Uhr. Ja, ich danke allen fürs Mitmachen. Ich hatte schon auch so ein bisschen Muffe, nach mein Gott, mit 100, wie geht das denn? Ne? Und leider sehe ich ja wirklich immer nur so die erste Seite. Ich klicke jetzt doch nochmal durch, wen ich dann noch alles treffe. Und freue mich sehr fürs Mitmachen. Ja, und auch, wenn wir uns dann nochmal hören oder sehen. Wie und wo auch immer. Super, vielen Dank. Schönes Wochenende. Ich bin raus. Genau, ist ja jetzt Wochenende. Ich vergesse das immer. Ja, um 14 Uhr spielen mit Wiebke auf Facebook, falls jemand auf Facebook ist, auf meiner Seite. Es wird bestimmt wieder sehr lustig. Okay. Tschüss. Tschüss. Danke. Vielen Dank. Schönes Wochenende. Tschüss. Tschüss.